eine der jährlich 4 Seniorengeburtstagsfeiern in der Brünnlosser Kindertagesstätte Sonnenblume nutzte Ortsvorsteher Dieter Krebs, um die neuen Figuren für die Brünnlosser Pyramide vorzustellen. Dabei ging die Erinnerung der Anwesenden zwangsläufig zur letzten Silvesternacht zurück. In dieser hatten Chaoten die Ortspyramide gesprengt. Maßgeblich an der Restaurierung bzw. Neuanfertigung der Figuren beteiligt waren Rolf und Heiko Kretschmer aus Brünnloss, Katrin Müller aus Burkhardsdorf und Jürgen Fröhlich aus Oelsnitz. Mehr dazu erfahren Sie demnächst bei ERZ TV.